Liebe Strategiefans, willkommen zurück. Bei Zion ist mir eine Sache entgangen, und zwar haben wir hier bei Merkmalen die Möglichkeit, ausufernde Slums zu entfernen. Und dann bekommen wir sofort einen neuen Bewohner. Diese Region ist mit riesigen Elendsstädten und Slums bedeckt, in denen die Armen und Ausgestoßenen leben. Sie trägt nichts zur Gesellschaft bei. Ja, das dauert 120 Tage und kostet 300 Energie. Und wir haben ja genug Energie, kein Problem. Okay. Dann haben wir noch ein neues Kolonieschiff. Und das geht dann dorthin. Kontinentale Welt. Größe 22. So. Können wir auch direkt sagen, dass der Planet kolonisiert werden soll. Zalda Prime. Jawohl. So. Wir haben wahrscheinlich nicht genug Einfluss, um eine weiteres System zu erschließen. Genau, auch für den Außenposten fehlen uns 12 Einfluss und 41 Legierungen. Wir haben aber Mineralien, also wir können hier noch eine Bergbaustation bauen. Andere Constructor. Fließt ruhig schon mal dahin. So. Und archäologische Stätte entdeckt. Window shows details of the currently selected archaeology site. After progress is made, you can still go back and read previous stages by clicking the rune icons. Vertrocknet und verdorrt. Wir haben überall auf diesem Planeten Anzeichen von Wasser gefunden. Soweit uns bekannt ist, sollte es noch immer hier sein. Die Temperaturen liegen im normalen Bereich, um Wasser in einem flüssigen Aggregatzustand zu halten. Und es gibt noch immer eine, wenn auch schwache, Atmosphäre. Und doch ist die Planetenoberfläche vertrocknet und die vorhandene Vegetation verdorrt. Darüber hinaus haben unsere Scans Spuren einer anderen raumfahrenden Zivilisation auf dem Planeten entdeckt. Das archäologische Team hat daher zwei Ziele: herauszufinden, was mit dem Wasser geschehen ist, und zu verstehen, was andere raumfahrende Zivilisationen hier gesucht haben. Die verbreitetste Hypothese stellt bereits eine Verbindung zwischen beiden her, und einige im Team glauben, dass dies das Werk von Wasserdieben gewesen sein könnte. Haben wir hier einen Schwierigkeitsgrad von 2, Fähigkeit 0. So. Dauert 90 Tage, okay. Archäologische Stätten werden in Phasen ausgegraben. Am Ende jeder Phase wird ein Würfel geworfen, um den Fortschritt zu bestimmen. Okay. Dann machen wir weiter. Pause wenden. Die Forschungsschiffe, die sind aktiv, okay. Und Kolonieschiffe sind unterwegs. System Survey complete. Ja, ist schon ein schönes System, ja. Das Forschungsschiff fliegt dann weiter, okay. Da entsteht ein neuer Bürger. In 4 Monaten, in 3 Monaten. Und die Bergbaustation wurde fertiggestellt. Da ist eine arktische Welt, die ist für uns von der Bewohnbarkeit nur auf 20%.
Jetzt ist die Frage, machen wir wirklich hier weiter? Oder versuchen wir zu dem System zu kommen, das so schöne Vorkommen hat? Oder beides? Hm. Okay. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das mit den archäologischen Schätzen war. Ich glaube, da muss man einen Constructor hinschicken, also ein Konstruktionsschiff. Vielleicht auch ein Forschungsschiff. Na, okay. Okay, bewohnbare Welten erkunden, noch 8 Stück. Hier von den Irasianern, Artefakte geborgen, 0 von 6. Okay, das war die Fundstätte. Hm. Aber machen wir ruhig weiter. Ein merkwürdiger Umstand. Ein Erkundungstrupp hat auf Victus Prime eine verborgene Fabrik gefunden. Die Architektur und der Grad ihres Verfalls lassen auf eine alte Zivilisation zurückschließen, die sich vortrefflich auf den Bau extrem haltbarer Gebäude verstand. Unsere Bevölkerung könnte die Einrichtung problemlos zur Steigerung der kolonialen Produktionsleistung benutzen. Fügt Victus Prime merkwürdige Fabriken hinzu, was folgende Auswirkung hat. Job als sonderbarer Fabrikarbeiter plus 1. Das schauen wir uns jetzt natürlich nochmal genauer an. Hier. Der gibt einfach 4 Legierungen. Ohne Mineralien zu verbrauchen. Das ist natürlich nett. Okay. Das Konstruktionsschiff fliegt auch schon mal rüber. System Survey complete. Auf diesem unwirklichen Fels gibt es Anzeichen für Aktivitäten des uralten irasianischen Konkordats. Dauert 900 Tage. Und schwierig. Vorher sein lassen. Ja, hier haben wir was von Stufe 10, Stufe 8, das ist alles noch ziemlich hoch. So, das Forschungsschiff ist jetzt inaktiv. Macht hier weiter. Dauer 900 Tage, vorerst sein lassen. Ja. Construction complete. So, dann bauen wir hier mit dem Konstruktionsschiff. Bauen wir die Bergbaustation und mit dem anderen Konstruktionsschiff bauen wir die Forschungsstation. 3 Energie, 3 Mineralien. 3 Physikforschung. Also, es wird fleißig kolonisiert. Dann haben wir schon 4 Planeten. Und sie kann nochmal extra 25 Jahre alt werden, okay. Effekte durch Fähigkeitsstufe. Ressourcen von Jobs plus 4%, Reichsgröße von Bewohnern minus 4%, Kriminalität minus 6%. Mit ihr könnte man kostengünstiger bauen, kostengünstiger Blocker entfernen und auch schneller entfernen. Ah, wir bleiben bei ihr.
Da haben wir einen Planeten entdeckt. Eine arktische Welt. Ja, die können wir nur sehr schlecht kolonisieren. Wir brauchen noch ein weiteres Forschungsschiff. Wenn wir mit den beiden erkunden, dann brauchen wir noch eins für die Heimatwelt. Da müssen wir ja einmal Legierungen investieren. Weil ich möchte auf jeden Fall mit einem Forschungsschiff die Heimatwelt unterstützen. Es gibt dann zusätzliche Forschungserträge. System Survey complete. So, das Konstruktionsschiff, das kann ja gut, wir würden, denke ich mal, den Choke Point, den möchten wir auf jeden Fall haben. Dann da schon mal hinfliegen. Und den eigentlich auch. So, Forschungsschiff fertig. Und da brauchen wir jetzt einen weiteren Anführer. Wir können auch Anführer austauschen. Also wir können jetzt hier... Der gibt halt Forschungsgeschwindigkeit generell plus 10%. 36 Jahre jung. Einmal rekrutieren. So. Jetzt nehmen wir für das Forschungsschiff diese Wissenschaftlerin. Ja. Genau. Und hier kommt jetzt der neue Forscher rein. Zack. Und jetzt nehmen wir das, wählen wir das Forschungsschiff aus. Und sagen... Ich bin im falschen System gelandet. Dann hier bei Zeon. Er soll da einmal hingehen und Forschung unterstützen. Construction complete. Das Konstruktionsschiff fliegt dahin. Anomaly found. So, eine weitere Anomalie wurde gefunden. ZA19717 speit regelmäßig eine alarmierende, vielseitige Mischung aus Partikeln und Strahlung in den Weltraum. Forschungsdauer 600 Tage. Es sein lassen. So, wir haben ja noch eine Wohnung. Wir können mal einen Stadtdistrikt in Auftrag geben. Da gibt es dann plus 5 Wohnungen, plus einen Bauplatz, also hier ein Platz wird freigeschaltet. Und Job als Büroangestellter plus 1. Bei Zeon haben wir keine freien Jobs mehr. Aber noch Wohnraum. Minus 3 Dienstleistungen. Hier wird fleißig emigriert. Minus 2. Ja, jetzt können wir... Wir möchten auf jeden Fall neue Jobs generieren. Bei Wirtschaftszonen, da bekommt man Job als Büroangestellter plus 3. Man kann die Gebäude halt später auch upgraden, dann kriegen die noch zusätzliche Plätze für Jobs. Ich möchte halt zwischen verfügbaren Jobs und Wohnraum halt irgendwie ein Gleichgewicht haben. Und wenn wir jetzt
hier einfach einen Bergbaudistrikt bauen. Da kriegen wir ja zwei Wohnungen dazu und zwei Jobs. Das heißt, wir hätten immer noch kein Gleichgewicht. Aber ich denke, ein Gleichgewicht kriegen wir erst hin, indem wir wirklich in der Forschung weiterkommen und dann die upgraden können, ja. Wenn wir jetzt einen Stadtdistrikt bauen würden, dann hätten wir ja wieder viel mehr bei Wohnungen als bei Jobs. Da könnten wir eine Wirtschaftszone bauen, dann hätten wir aber immer noch einen Wohnraum mehr als, als Jobs. Wir werden hier noch zusätzliche Landwirtschaftsdistrikte freischalten. Das sieht man hier auch. Das heißt, potenziell haben wir hier ziemlich viel Landwirtschaft. Okay, wir bauen mal einen Landwirtschaftsdistrikt. So. System Survey complete. Wir haben wieder genug Einfluss. Oh, da gibt es Legierung, einfach so. Okay. Und hier gibt es viel Forschung. Also dreimal Physik und dreimal Ingenieurswissenschaften. Können wir beides um fast 10% steigern. Oh, es fehlen zwei Einflusspunkte. Okay. Okay. Wir haben hier jetzt eine... Moment. Nein, hier. Da können wir weitermachen. Auf Farragon Prime. Wir können ein Gebäude bauen. Aber wir schauen jetzt erstmal uns die Sache mit den Jobs an. Wir haben hier eh noch einen Job. Einen Kolonisten. Wir lassen das erstmal so laufen. Bauen erstmal gar nichts. Und dann haben wir... Können wir eine weitere Tradition freischalten. Schauen wir uns mal Merkantil ein bisschen genauer an. Bei der Annahme Handelsschutz plus 5, Sammelreichweite plus 1. Also man kann dann mit seinen Handelsnetzwerken die Fühler, sag ich mal, ein System weiter ausstrecken. Jetzt haben wir halt noch gar keinen Handel. Weiß nicht. Ich glaube, wir können mittlerweile auch noch gar keinen... keine Handelswerte sehen. Aber wir generieren nirgendwo Handelswert. Außer halt in unserem Heimatsystem. Hier die 42. Aber wenn wir das jetzt zum Beispiel freischalten würden, dann könnten wir von DNAP aus Handelswert in Salda einsammeln. Oder von Salda aus könnten wir Handelswert in Wea einsammeln. Hat ein System weiter. Aber man kann auch in seinen Stationen entsprechende Module bauen, um dann auch die Sammelreichweite zu erhöhen. Jetzt haben wir hier Büroangestellte, produzieren zusätzlich einen Handelswert. Gebäude in Wirtschaftszonen stellen Kaufmannsjob zur Verfügung. Ringwelthandelssegmente und Habitathandelsdistrikte stellen ebenfalls Kaufmannsjobs zur Verfügung. Anpassungsfähige Wirtschaftsrichtlinien. Schaltet die Handelsrichtlinien verbrauchsorientiert in... Jawohl, das habe ich vermisst. Merkantil kam nämlich neu dazu. Durch einen der letzten Patches. Und... was ich gerne gemacht habe,
Hier bei Handelspolitik habe ich das gerne umgestellt. Ja, jetzt generieren wir halt für jeden Handelswert eine Energie. Und das, was jetzt bei Merkantil versteckt wurde, das konnte man halt beim letzten oder vorletzten Patch halt einfach so machen. Um dann zusätzlich Zivilgüter oder Einigkeit zu bekommen. Ja, und was haben wir dann da noch? Handelswert plus 10%, Marktgebühr minus 10%. Also Handel ist natürlich schon recht cool. Ja, wir nehmen Merkantil. Machen wir. So. Gut. Victus erzeugt noch gar keinen Handelswert. Das wäre natürlich schön, wenn wir jetzt den Victus Handelswert erzeugen würden. Schau mal ruhig. Achso, wir haben keine Mineralien. Aber wir haben auch Zeit. Wir haben eh noch einen Wohnraum und einen Job zur Verfügung. Anführer aufgestiegen, Fähigkeit 4. Wissenschaftler an Tendai Ye Gowon hat eine neue Stufe erreicht. Okay. So. Das System sieht ein bisschen wertvoller aus als das. Achso, noch nicht vollständig erkundet. Okay. Dann machen wir den Außenposten doch zuerst. Wir können uns auch auf Zion einmal die Erträge anschauen. Bei der Forschung. Kennt man das? Dass hier unterstützt wird. Also wir haben bei der Bevölkerung Wissenschaftler produziert 6,2 Physikwissenschaften, 7 Ingenieurswissenschaften. Ja gut, ich müsste den halt einmal wegziehen. Oder hier 25, 25, 29 aus den Jobs. Und insgesamt 35, 35, 39. Ja, und das ist müsste der Unterschied sein vom ja, durch das Unterstützen des nee, wir haben auch noch eine Reichsbasis. Hehe. 42, 38, 44. Zähl mal einmal weg. Research complete. Ja, habt ihr gesehen, ist weniger geworden. Müssen wir auf den Monatswechsel warten? Okay. So. Als nächstes können wir erforschen Entfernung von giftiger Seetang, Entfernung von dichter Dschungel. Sozialforschung durch Forscher steigern um 20% oder Bodenverteidigungsplanung. Ich tendiere hierzu Sozialforschung durch Forscher um 20% steigern. Blocker entfernen. Da haben wir industrielles Ödland zweimal.
Ja, und hier müssen wir eigentlich noch keine Blocker entfernen. Aber ihr seht, da haben wir dichter Dschungel. Das könnte man dann entsprechend freischalten. So, also, plus 20% Sozialforschung durch Forscher. Construction complete. So, wir bauen Forschungsstationen. Anomaly found. Okay, die werden wir auch erforschen, dauert nur 84 Tage. Bei der Erkundung dieses Mondes sind wir durch Zufall auf ein schwaches, unbekanntes Signal gestoßen, das von einem kleinen Objekt im Orbit auszugehen scheint. Das Signal enthält keine Nachricht. Ist es etwa nur ein Notfallsender? Erforschen. Du machst dann nachher weiter. Okay, das System will ich aber auch ganz gerne. Bei uns läuft derzeit die öffentliche Wahl des neuen Generalkommissarin. Wahlende 1. April. Uralte Rettungskapsel. Auf einer engen Umlaufbahn um Summoneta 1a wurde eine aufgegebene Rettungskapsel gefunden. Die Kapsel ist mit Brandspuren übersät, die wahrscheinlich von der Explosion ihres Mutterschiffs stammen. Erste Scans legen nahe, dass sie vor mehr als 5000 Jahren gebaut wurde. Der Besatzung der UNS Darwin gelang es, die Kapsel zu öffnen, in der sie die verwitterten Überreste eines reptilischen Lebewesens in einer glänzenden Uniform fand. Mit den Klauen einer Hand hielt es ein kleines Bild eines anderen Individuums derselben Rasse umklammert, möglicherweise eines Partners oder verehrten Anführers. Sozialforschung erlangt 462. Sehr schön, ungefähr das, was wir innerhalb von einem Jahr erforschen. Okay, also die Wahl findet statt. The government screen presents us with information regarding our empire and its government. Here we can see our ruler and any related effects. Wahlüberblick. Ellen Franklin, die bisherige Kommissarin, wird zu 38% wiedergewählt. Okay. Von der Xeno Justice Party. Diese Erlassfonds, das sind übrigens hier gewisse Punkte bei den Erlassen. Fähigkeit Herrscher plus 15. Basis plus 10. Und diese 25, die werden zuerst verbraucht, bevor es an unsere eigentliche Einigkeitsgenerierung geht. Also, die 19 hier sind sozusagen umsonst. Ja. Wenn ihr eine Bildungskampagne starten, Erfahrungszuwachs Anführer plus 25%. Aber das kostet 29 Energie pro Monat. Zeigt den Kampagne Bewohnerunterhalt, Konsumgüter minus 10%. Ich zeig den Kampagne, hatte ich glaube ich mal durchgerechnet. Ich weiß nicht, ob ich das off-cam gemacht habe oder mit euch zusammen. Und da hatte sich das nicht gelohnt. Konsumgüter. Wir konsumieren durch Bewohner 17,62. 10% davon 1,7.
1,8. So. 1,8 Konsumgüter. Falls wir die einkaufen müssten, dann wären wir ungefähr bei 4 Credits. Ja, und der Erlass kostet ja 29, also lohnt sich ganz deutlich nicht. Bei Bildungskampagne bin ich mir nicht sicher. Aber lassen wir es erstmal. So. Dann haben wir uns hier schon wieder fleißig ausgebreitet. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut. Bye, bye.